seit Jänner an der Planung von dem Projekt und haben dann einen Open Call über diverse Univerteiler und andere Geschichten gemacht und haben dann de facto im März angefangen mit 32 Leuten an dem Projekt zu arbeiten. Alle Studentinnen und Studenten unterschiedlicher Wiener Universitäten, hauptsächlich allerdings von der Angewandten, von der auch drei Leute unseres Planungsteams sind, und der Hauptuni Wien. Wir haben dazwischen auch diskutiert und unterschiedliche Geschichten besprochen, und jetzt sind 15 Leute, die irgendwie hier ihre Sachen zeigen. Wir hatten in der Projektphase immer zumindest einmal pro Woche ein Treffen mit der gesamten Gruppe, wo wir halt über diverse Dinge diskutiert hatten, auch relativ viele Gäste eingeladen hatten. Und dann haben sich halt thematische Kleingruppen herauskristallisiert, die dann unabhängig von der großen Gruppe weiter diskutiert haben, weitergearbeitet haben. Und daraus sind dann die künstlerischen und theoretischen Arbeiten, die wir hier präsentieren, entstanden. Interessant ist, dass vor allem Utopie sich halt als ein wichtiges Thema entwickelt hat, weil angefangen haben wir halt, das Ganze heißt Protest und Stillstand, also irgendwie in diesem Gegensatz zu überlegen. Und es beschäftigen sich sehr viele Arbeiten mit Utopien und sehr viele von den Diskussionen, die wir hatten in der letzten Zeit. Auch sehr kontroversiell mit Utopie. Oh ja, definitiv. Einer der Hauptgründe, warum wir dieses Projekt initiiert haben, war vor allem, weil man, wenn man mitten am Protest ist, wie es zum Beispiel bei der Audimax-Besetzung war, ist man der zum Handeln gezwungen, notwendigerweise, dass eine Reflexion über die momentane Situation und über die Handlungsoptionen, die man hat, über die Dinge, die man so tut, weil man so gewohnt ist, gar nicht möglich ist. Und wir wollten uns einfach den Raum und die Zeit nehmen, die jetzt mal 6 Monate dran zu arbeiten, ohne zum Handeln gezwungen zu sein. Das heißt, wirklich einen Schritt zurück zu machen und uns das Systemprotest anzuschauen und da Konklusion zu ziehen für unser folgendes Handeln sozusagen. Die Ausstellung läuft jetzt seit dem 22. Juni und rennt noch bis zum 6. Juli. Und zwar in der Kranzgasse 24 beim Westbahnhof in 15. Und wir haben jede Woche von Dienstag bis Samstag 16 bis 21 Uhr geöffnet. Mhm.